Die Amerikaner stellen sich dem irakischen Diktator Saddam Hussein entgegen. Der hatte zuvor Kuwait überfallen. Die USA wollen das Land befreien. Ihr Aufmarschgebiet ist Saudi-Arabien. Das Land ist verbündet mit dem Westen, aber auch ein fundamentalistischer Staat. Und Hüter der Heiligtümer Mekka und Medina. Nun stehen eine halbe Million US-Soldaten im Ursprungsland des Islam. Eine Provokation für viele gläubige Saudis. Empört ist auch der Sprössling eines immens reichen Clans, Osama bin Laden. Er sieht die heiligen Stätten entweiht durch Ungläubige. Sein Vater Mohammed war der bedeutendste Bauunternehmer in Saudi-Arabien. Zahlreiche Ehefrauen gebaren dem Patriarchen 57 Kinder. Eines davon ist Osama. Der will schon seit seiner Jugend durch tiefe Religiosität Eindruck machen. Auch deshalb nennt er die Amerikaner, die nun in Saudi-Arabien stehen, Kreuzzügler. Diese Schmach lastet er dem saudischen Königshaus an. Für die Radikalisierung Bin Ladens ist ganz entscheidend die Präsenz der amerikanischen Truppen im Land der heiligen Stätten. Er war der Meinung, dass ungläubige Truppen den Boden dieses Landes nicht einmal betreten dürften. Und als dann noch dazu kam, dass bei den amerikanischen Truppen ja auch Juden dabei waren, Frauen dabei waren, Christen ohnehin, dann war das Fass für ihn schon übergelaufen. Die Amerikaner besiegen Saddams Armee. Danach bleiben US-Einheiten in Saudi-Arabien. Zur Sicherung der Ölversorgung des Westens und zum Schutz des verbündeten saudischen Regimes. Gleichzeitig spricht Präsident Bush Senior von einer neuen Weltordnung. Amerikas Weltordnung provoziert Osama bin Laden. Er will eine Rückbesinnung auf die Gemeinschaft des Islam und fordert ein Wiedererstarken der muslimischen Länder. Zwölf Jahrhunderte zuvor hatten Muslime die Welt verändert. Von Mekka aus schufen sie ein riesiges Reich, das sich von Zentralasien bis nach Westeuropa erstreckte. In der Ära der Umayyaden-Dynastie. Dschihadisten wie Bin Laden führen diese Blütezeit auf einen in sich geschlossenen und rigorosen Islam zurück. Also die wirkliche Blüte islamischer Kultur war ja eine Blüte durch Offenheit. Die mythischen Orte des Islams, wo wirklich eine Hochkultur geschaffen wurde, wie etwa Bagdad, wie etwa Andalusien, wie etwa Damaskus oder Kairo, da entstand diese Hochkultur nur, weil der Islam offen für Einflüsse war. Das heißt für jüdische Einflüsse, für griechische Einflüsse, für persische Einflüsse. Und nicht, wie die Dschihadisten behaupten, eine in sich geschlossene Welt, die durch Kampf sich ausbreitet. Diese Dschihadisten orientieren sich an einer Sicht des Islam, die in Saudi-Arabien vorherrscht. Am Wahhabismus, einer besonders strengen Auslegung des Koran. Deshalb werfen nicht nur militante Islamisten dem saudischen Regime Scheinheiligkeit vor. Hinter der Fassade der Frömmigkeit huldige man westlichem Luxus und lasse sich von den USA beschützen. Die Widersprüche Saudi-Arabiens irritierten schon den jungen Osama bin Laden. Der Student der Betriebswirtschaft sucht nach geistiger Orientierung und findet sie. Biografen schildern eine Begegnung, die bin Ladens Leben verändern sollte. Mit einem Vordenker des modernen Dschihad. An der Universität Jeddah hört bin Laden die Vorlesungen Abdallah Azems. Mit dem Schwert und vor allem mit dem Glauben will der für die Würde der Muslime kämpfen. Azem ist Palästinenser. Für ihn und viele andere Araber ist die jüngere Geschichte des Nahen Ostens eine Serie von Demütigungen. Wie der Krieg, der 1967 die Region erschütterte. Nur 6 Tage brauchte die israelische Armee, um die verbündeten arabischen Streitkräfte zu besiegen. Der Präventivschlag endet mit der Eroberung Ostjerusalems.
Die vormals geteilte heilige Stadt, Zentrum dreier Weltreligionen, ist nun komplett unter israelischer Kontrolle. Die Araber hatten verkündet, die Juden ins Meer zu werfen. Ihr Plan, Palästina zurückzuerobern, scheiterte. Eine Niederlage und Demütigung. 3 Millionen Palästinenser leben nun unter israelischer Besatzung. Israel ist für die USA der wichtigste strategische Partner im Nahen Osten. Diese angeblich christlich-jüdische Allianz wird für viele Araber zum Feindbild. In dschihadistischen Kreisen wird seit Jahrzehnten, seit den 80er Jahren, immer wieder die Parallele gezogen von den mittelalterlichen Kreuzzügen zur Politik, vor allem der USA und der Israelis heute. Die Existenz Israels beispielsweise wird als Ergebnis eines westlichen Kreuzzugs bezeichnet. 1980 gibt eine andere Weltmacht Azem Anlass, zu einem heiligen Krieg aufzurufen. Die Sowjets waren in Afghanistan einmarschiert. Der 23-jährige Osama bin Laden lässt sich von den Ideen Azems begeistern. Er fordert einen defensiven Dschihad zur Befreiung der muslimischen Länder. Keineswegs will er einen weltweiten Kampf gegen Ungläubige. Die Befreiung muslimischen Territoriums gilt als äußerer, als kleiner Dschihad. Doch der gelinge nur, wenn sich auch der Einzelne geistig erneuert und damit den inneren, den großen Dschihad gewinnt. Ja, Amiri wa Muallimi. Ara fi kalimatika umqan fil hikmati wal ma'rifa. As-Saudiya tahtajukum. إن كنت تؤمن بنيداننا المشترك تحت راية الإسلام فاقرأ هذا. Die Lehren Azems bestimmen von nun an das Denken Osama bin Ladens. Azem will den neuen Dschihad in Afghanistan beginnen. Dort kämpfen in den 80er Jahren muslimische Widerstandsgruppen gegen die sowjetischen Besatzer. Bin Laden folgt seinem Mentor und rekrutiert junge Saudis, um muslimischen Boden gegen die Ungläubigen zu verteidigen. Abdallah Azam war in den 80er Jahren die unbestrittene Führungsfigur unter den arabischen Afghanistan-Kämpfern. Osama bin Laden war ihm gegenüber so eine Art Adlatus. Er war noch nicht einmal die Nummer zwei. Er war eben der junge, vielleicht sogar ein etwas naive Saudi, der eine Rolle spielte, weil er sehr viel Geld mitbrachte, weil er sehr viele Rekruten auch aus Saudi-Arabien mitbrachte. Seit 1988 nennt sich bin Ladens Truppe Al-Qaida. Das arabische Wort für die Basis oder auch das Militärcamp. Der Name ist Programm. Die selbsternannten Gotteskrieger kämpfen für den Wiederaufstieg des Islam. Doch der Dschihad gegen die Sowjets neigt sich dem Ende zu, denn die beginnen 1988 mit dem Abzug aus Afghanistan. Gegen wen sich der Heilige Krieg nun richten soll, bleibt vorläufig unklar. Azem stirbt 1989 in Afghanistan bei einem bis heute ungeklärten Attentat. Bin Laden wird in Saudi-Arabien durch seinen Einsatz im Krieg gegen die Sowjets zu einem berühmten Mann. Doch der Heldenmythos ist das Produkt geschickter Propaganda. Der Krieg in Afghanistan wurde von den Afghanen gewonnen. Die Araber kamen spät dazu und spielten auch dann militärisch kaum eine Rolle. Osama bin Laden beispielsweise wird immer die Teilnahme an einem einzigen Gefecht im Jahr 1987 zugeschrieben. Insgesamt aber ist ganz, ganz deutlich, dass die Araber dort eher Dschihad-Touristen waren als wirkliche Aufständische, die militärisch zum Erfolg des gesamten Unternehmens beitrugen. Bin Laden gibt sich dennoch selbstbewusst. Nach dem ersten Golfkrieg 1991 verfestigt sich seine Vision. Die heiligen Stätten Saudi-Arabiens sollen von wahren Gläubigen, so wie ihm, kontrolliert werden und die Amerikaner aus seiner Heimat verschwinden.
Seine beißende Kritik am saudischen Herrscherhaus führt zum Zerwürfnis. Und Bin Laden sucht Zuflucht im Sudan. Hier regieren Islamisten. Das Land ist Zufluchtsort für viele militante Gleichgesinnte aus der gesamten arabischen Welt. Die sudanesische Regierung sieht in Bin Laden einen Investor, der das Land voranbringen könnte. Tatsächlich, vorerst betätigt sich Bin Laden als Unternehmer, der Straßen baut. Seine politischen Pläne sind indes noch vage. Es fehlte das große neue Projekt, was er damals angreifen konnte. Sodass es einige Anzeichen dafür gibt, dass er jetzt in eine Art Loch fiel und nicht wusste, was er denn mit seinem Leben anfangen soll. Und schon damals muss in ihm der Entschluss gereift sein, die Amerikaner zu bekämpfen. In der ersten Hälfte der 1990er Jahre scheint er nicht ganz genau gewusst zu haben, wie er das denn machen soll, wo er denn kämpfen solle. Zunächst rüstet er spirituell auf. Al-Jihad. A'lamu inna al-Jihad afdalu ashkal at-tatawwu' li khidmatillah wa fi sabil al-Islam. Abu Hatta ist Bin Ladens persönlicher Imam, sein Haus- und Hofprediger. Seine Qualifikation: Er kennt den Koran auswendig und er ist geschichtlich bewandert. Ein Al-Qaida-Überläufer wird später als Kronzeuge von diesem Treffen berichten. An diesem Abend soll Hatta in Bin Ladens Gästehaus zwei Fatwas ausgesprochen haben. Religiöse Rechtsgutachten. Der Iraker ist gelernter Elektroingenieur. Doch er wird in diesen Kreisen als religiöse Autorität akzeptiert. Im Islam gibt es ja keine Geistlichkeit und vor allem keine geistlichen Hierarchien wie im Christentum. Jetzt kann Al-Qaida in der Behauptung, da es keine offizielle Geistlichkeit gibt, sich selbst anmaßen, eine Geistlichkeit zu sein. Al-Qaida hat aber noch ein Zusatzargument zu sagen. Die islamischen Gelehrten, die Ulema, sind so und so alle korrupt, stehen alle im Dienste des Staates, sie sind vom wahren Glauben abgekehrt. Und nur wir lesen den Koran wirklich in dem richtigen Weg, und das heißt, wir lesen ihn wortwörtlich. Abu Hatschas erste Fatwa lautet, es sei gerechtfertigt, amerikanische Soldaten anzugreifen. Auch Zivilisten, die auf Seiten Amerikas stehen, seien legitime Ziele. Die zweite Fatwa besagt, es sei akzeptabel, dass auch Muslime getötet werden. Die Guten kämen ohnehin in den Himmel. Um die Schlechten sei es nicht schade. Es ist die selbst erteilte Lizenz zum Töten und die Haltung einer kleinen extremistischen Minderheit. 1993 sterben bei einem Anschlag in New York 6 Menschen. Über 1000 werden verletzt. In einem Van im Parkhaus unter dem World Trade Center ist eine gewaltige Sprengladung explodiert. Der Täter ist Ramzi Youssef, ein militanter Islamist. Er wird gefasst und gibt an, aus Hass auf Israel und die Juden gehandelt zu haben. Ob Bin Laden hinter der Tat steckt, ist bis heute unbewiesen. Denn der gibt sich nach außen hin noch als Mann des Wortes. In einem offenen Brief greift er 1995 den saudischen König Fahd an. Es kann nicht angehen, dass man darüber schweigt, wie sich das Land zum amerikanischen Protektorat entwickelt. Zum Schutze eures wankenden Thrones und zum Schutze der Erdölquellen, schreibt Bin Laden. Amerika, die Schutzmacht der Saudis, will den gefährlichen Kritiker zum Schweigen bringen. Präsident Clinton übt Druck auf den Sudan aus. Dessen Regierung soll Bin Laden aus dem Land werfen. Der Al-Qaida-Chef ruft seine Kämpfer zusammen. Sie werden an diesem Tag erfahren, dass der lange Arm der Amerikaner auch in diesen Winkel der Welt reicht. Für seine unablässigen Provokationen zahlt Bin Laden einen hohen Preis. Die Sudanesen werden ihn ausweisen.
Er muss seine Organisationsstruktur in diesem Land auflösen. Seine Al-Qaida-Kämpfer erhalten von ihm ein Flugticket nach Hause und 2.400 Dollar in bar. Die sudanesische Regierung hat zuvor Bin Ladens Ländereien konfisziert, ebenso wie das Inventar seiner Baufirma und sein Barvermögen. Bin Laden hat wohl 20 bis 30 Millionen Dollar verloren. Mit nur 50.000 Dollar kehrt er dem Sudan den Rücken. Es ist der Tiefpunkt seiner Karriere. Auch dafür macht er die Amerikaner verantwortlich. Bin Laden wird ein letzter Luxus zuteil. Die Sudanesen chartern für ihn und seine engsten Vertrauten einen Privatjet. Es gibt nur ein Land, das ihn aufnehmen würde. Seit Mitte 1996 haben in Afghanistan die Taliban die Macht. Ihr Regime ist fundamentalistisch. Hier herrscht eine sehr brutale Auslegung der islamischen Gesetzgebung, der Scharia. Für Fanatiker wie Bin Laden ist Afghanistan eine Art Islamistenparadies. Doch den Taliban gilt er als ein eher ungebetener Gast. Mit einigen Vertrauten zieht er deswegen in die Berge, in ein Versteck, das er noch aus den 80er Jahren kennt, damals, als er gegen die Sowjets kämpfte. Tora Bora heißt sein Zufluchtsort. Der selbsternannte Retter des Islam ist eine eher einsame Figur in jenen Monaten. Doch er gefällt sich in der Rolle. War nicht auch Mohammed im Jahr 622 ins Exil gezwungen worden? Auf der Flucht musste sich auch der Prophet vor seinen Feinden verstecken. Erst danach hatte der Siegeszug des Islam begonnen. Bei ihm erscheint aber vor allem dieser Gedanke des Auszugs aus Mekka eine große Rolle zu spielen. Er kommt aus dem Land der heiligen Städten, Mekka und Medina. Er zieht aus, gewissermaßen in die Wildnis nach Afghanistan, um dann irgendwann siegreich zurückzukehren. Bin Laden sieht sich als Verkörperung aller verfolgten Muslime. Wie einst der Prophet beschließt er, in die Offensive zu gehen. 1996 verfasst er seine Kriegserklärung an die USA. لدينا العديد من المجاهدين تحت راية الإسلام. هدر دماء المسلمين بات رخيصا. فقد نهبت ثرواتهم وأهينت عزتهم وكرامتهم منذ أزمنة طويلة. الأسلحة متوفرة وكفاحكم نقي مشروع. فجاهدوا ضد هيمنة الطغاة الكفار. Es ist die Kriegserklärung eines Eremiten an die Supermacht Amerika. Er wollte, dass es Amerika genauso geht wie der Sowjetunion. Die Sowjets kamen 1979 nach Afghanistan. Nach 10 Jahren zogen sie sich zurück. Und was geschah? Die Sowjetunion zerbrach. Und Bin Laden dachte, dass es mit den Vereinigten Staaten genauso gehen würde, dass sie innerlich zerfallen. Und dann könnte der Islam wieder den Platz einnehmen, der ihm zusteht, als führende Macht der Welt. As the preeminent power in the world. Im März 1997 gibt Bin Laden zum ersten Mal einem westlichen Fernsehteam ein Interview. Der prominente Kriegsreporter Peter Arnett will genauer wissen, was Bin Laden plant. Is the jihad directed against the US government or the people of the United States? We have focused our declaration of jihad on striking at the US soldiers inside Arabia, the country of the two holy places, Mecca and Medina. Therefore, even though American civilians are not targeted in our plan, they must leave. We do not guarantee their safety. What are your future plans? You'll see them and hear about them in the media.
God willing. In Afghanistan verbündet sich Bin Laden mit einem alten Kampfgefährten. Ayman al-Zawahiri. Auch der ist ein militanter Islamist und Dschihadist. Der ägyptische Arzt hat in den 80er Jahren auch gegen die Sowjets in Afghanistan gekämpft. Nun wollen sie sich wieder zusammentun. Doch ihre Strategien sind noch unterschiedlich. Bin Laden will Amerikas Vorherrschaft bekämpfen. Zawahiri will in Ägypten eine islamistische Revolution auslösen. Amerika stützt das dortige Regime Mubarak und wird damit zum Feind. Gemeinsam setzen Bin Laden und Zawahiri auf Terror. نعم والله نحن لا نخوض المعركة بالرصاص فقط الأهم من ذلك التحلي بروح الإيمان الصادق أحسنت القول Ein klassisches Ziel westlicher Touristen ist Ägypten. Millionen kommen Jahr für Jahr, auch um die antiken Stätten zu besuchen. Ende 1997 wird das Traumziel zur Todesfalle. In den noch kühlen Morgenstunden sammeln sich die ersten Besuchergruppen vor dem Tempel der Hatschepsut. Ich hatte eine unangenehme Vorahnung gehabt. Franz Kössler ist Fernsehjournalist beim österreichischen Rundfunk. Damals war er mit seiner Freundin als Tourist in Luxor. Ich war das erste Mal in Ägypten als junger Reporter bei der Beerdigung von Sadat, der ja von Islamisten ermordet wurde, und hatte da schon mitbekommen, was da so im Untergrund damals schon brodelte und auch die Unfähigkeit des Staates, das wirklich zu kontrollieren. Gegen 9 Uhr nähern sich als Polizisten verkleidete Angreifer den Touristen. Plötzlich schallen Rufe über das Gelände. Allah ist groß. Die militanten Islamisten schießen sofort auf die Besuchergruppen. Zuerst war ich ganz panisch und dachte, weil ich eben schon eine Vorahnung hatte, wurde mir plötzlich so heiß und ich habe mir gedacht, du Idiot, warum bist du nach Ägypten gefahren? Zu diesem Zeitpunkt ist Franz Kössler schon in Deckung und bleibt unverletzt. Dutzende andere Touristen werden niedergemäht. Niemand kommt den Menschen zu Hilfe. 45 Minuten lang dauert das Morden. Also ich habe nur in Erinnerung ein Haufen mit meiner Erinnerung nach Leichen, also das war mein Eindruck. Die sind alle tot, da ist irgendwas Schreckliches passiert und die liegen da und ich will weg. 58 Menschen sterben. Bei diesem schwersten Anschlag auf westliche Zivilisten geht es den Tätern nicht darum, Christen zu töten. Der Schlag gilt dem Regime. Durch das Einbrechen der Tourismuseinnahmen soll Ägypten destabilisiert werden. Nun gibt es einige Hinweise darauf in der Literatur, dass Ayman al-Zawahiri diesen Anschlag angeordnet hat. Ich halte diese Hinweise allerdings nicht für hinreichend belegt. Es ist aber durchaus eine Möglichkeit. Zawahiri und Bin Laden wissen, dass solche Anschläge in arabischen Ländern wenig Zustimmung bringen. Sie lösen eher Entsetzen unter den Muslimen aus. Daher beschließen die beiden, nun ausschließlich Amerika ins Visier zu nehmen. Das könnte in der arabischen Welt eher Anklang finden und die Sache des Dschihad vorantreiben. 1998 erklären Bin Laden und Zawahiri, man habe die Islamische Weltfront für den Dschihad gegen Juden und Kreuzzügler gebildet. Von nun an sucht Al-Qaida die globale Auseinandersetzung mit Amerika. August 1998. In Nairobi explodiert eine Autobombe vor der US-Botschaft. 213 Tote. Die meisten sind Afrikaner. Zeitgleich in Dar es Salaam, Tansania. Auch hier geht vor der US-Vertretung ein Sprengsatz hoch. 11 Tote. Wieder gibt es nur afrikanische Opfer.
Oktober 2000. Im jemenitischen Aden steuern Terroristen ein mit Sprengstoff beladenes Boot auf das US-Kriegsschiff Cole zu. 17 Matrosen sterben. Bin Laden will provozieren, dass Amerika militärisch zurückschlägt. Doch die USA reagieren nicht. Im Wahlkampfjahr 2000 erscheint dem scheidenden Präsidenten Bill Clinton ein Militärschlag nicht opportun. Bin Laden lässt nicht davon ab, Amerika herauszufordern. Am liebsten wäre ihm ein Angriff der Supermacht auf Afghanistan, um sie dort wie die Sowjets zu zermürben. Um das zu erreichen, will er die USA auf eigenem Boden angreifen. Sie wollten Bürogebäude und das Pentagon attackieren. Das war Teil ihres Plans. Aber dafür hatten sie nicht die Leute. Sie hatten niemanden, der das hinbekommen hätte. Die Leute, die sie hatten, sprachen kein Englisch, hatten nie im Westen gelebt. Die hätten das nie geschafft. Die Terrorausbildung mit leichten Waffen und akrobatisches Nahkampftraining, all das wird nicht reichen, um Amerika einen entscheidenden Schlag zu versetzen. In diesen Wochen gerät Bewegung in die Pläne von Osama bin Laden. Eine Gruppe aus Hamburg ist auf dem Weg zu einem Al-Qaida-Trainingscamp in Afghanistan. Kopf der Islamistengruppe ist der Ägypter Mohammed Atta. An der Universität Hamburg hat er gerade mit Erfolg seinen Magister in Stadtplanung gemacht. When in walks Mohammed Atta and three other guys from Hamburg. Und dann tauchen Atta und drei Jungs aus Hamburg auf. Die hatten im Westen gelebt, waren technisch versiert. Das war wie ein Traum. Osama bin Laden lädt die außergewöhnlichen Al-Qaida-Rekruten aus Hamburg in sein Gästehaus bei Jalalabad ein. Nach dem Sonnenuntergang brechen sie gemeinsam das Fasten. Es ist Ramadan. An diesem Abend erläutert Bin Laden Mohammed Atta und dessen Begleiter Ziad Jarrah die Angriffspläne auf die USA. Ja, marhaban, ahlan wa sahlan bikum, tafaddalu. Sayyid al-Sheikh, lana sharaf an naksira siyama fi ma'iyatikum wa birifqatikum, wa an nasma'a minkum ma taqulunahu lana hawla al-khutat allati tu'iddunaha lil-mustaqbal. Naam, hunaka khutatun kathira, nadrusuha al-an. ولدينا خطة هامة أريد أن أتحدث معك حولها لأنها تحتل أهمية من نوع متميز ثواب هذه الخطة عظيم للغاية. Bin Laden bietet ihnen ein besonderes Privileg an. Sie können als Märtyrer in den Himmel kommen. نيويورك نفسها هي الهدف. تتطلب العملية خطف طائرات. أعرف نيويورك على أحسن وجه، لكني لا أجيد الطيران. لا تكترث أبداً. هناك هدف ستحققه. تعلم قيادة الطائرة. Portland, Maine. Mohammed Atta bereitet sich auf die größte Prüfung seines Lebens vor. Die Menschen, die meinen Leichnam zur Beisetzung vorbereiten, müssen gute Muslime sein, denn so werden sie mich an Gott und seine Vergebung gemahnen. Sie sollen mir die Augen schließen und beten, dass ich in den Himmel komme. So schreibt er in seinem Testament. Es ist der Morgen des 11. September 2001. Wie Atta machen sich 18 junge Männer an verschiedenen Orten der amerikanischen Ostküste bereit. Sie alle leben seit Wochen oder Monaten unauffällig in den USA. Für Atta und einen Komplizen beginnt die Reise in Portland. Gebucht haben sie Flüge über Boston nach Los Angeles. Am Schalter bemerkt der Flughafenangestellte Michael Toohey, dass er Passagiere mit besonderen Tickets bedient. Man lernt mit den Jahren, die Tickets rasend schnell zu lesen, wie ein Scanner. Und da stand $2,400 drauf. Wow, die Jungs fliegen erste Klasse. Gut, dass ich nicht raus bin, um eine Zigarette zu rauchen.
Ich habe Dienst am Erste-Klasse-Schalter. Und endlich kommen mal welche mit so teuren Tickets. Das war ungewöhnlich. Michael Tui stellt Atta die üblichen Sicherheitsfragen vor dem Einchecken. Dann schaute er mir in die Augen und da wusste ich, oh, das ist kein sehr netter Mensch, der hat schlechte Laune. Mit dem legst du dich nicht an. Beim Sicherheitscheck entstehen die letzten Aufnahmen von Mohammed Atta. Wohin seine Reise wirklich geht, steht in seinem Testament. Menschen, die nicht dem Islam folgen, werden dafür zur Verantwortung gezogen. Ich will, dass die, die ich zurücklasse, sich nicht verführen lassen von den Annehmlichkeiten des Lebens. Einer von Attas Komplizen ist der Libanese Ziad Jarrah. Dieses Video aus einem Terrorausbildungscamp in Afghanistan zeigt die beiden, rechts Atta, links Jarrah. Kennengelernt haben sie sich beim Studium in Hamburg. Ziad Jarrah beginnt den 11. September in New York. Er hat einen Flug nach Los Angeles gebucht. Die Maschine hat Verspätung. Er ruft seine Freundin an, die in Deutschland im Krankenhaus liegt. Die türkischstämmige Studentin glaubt, dass er eine Flugausbildung in Florida macht. Das Gespräch ist kurz. Später wird sich sie als Freundin nur daran erinnern, wie er sich verabschiedete. Ich liebe dich, sagt er dreimal. Kurz darauf startet United Airlines Flug 93. An Bord Ziad Jarrah und drei Terrorkomplizen. Der Sicherheitsexperte des World Trade Centers befindet sich auf dem Weg zur Arbeit. Sein Name John O'Neill, 49 Jahre alt. Bis vor kurzem war er beim FBI zuständig für den Kampf gegen den islamistischen Terror. Objekt seiner Fahndung Osama bin Laden, Führer der Terrororganisation Al-Qaida. Ende der 90er Jahre Gotteskrieger mit Weltpublikum. In Fernsehinterviews wendet der sich an die Öffentlichkeit, ruft auf zum Dschihad, zum Kampf gegen die USA. Die Kriegserklärung nimmt FBI-Mann O'Neill wörtlich. O'Neill war einer der wenigen, der die Bedeutung Osama bin Ladens erkannte. Es gab nur zwei oder drei Leute in der ganzen Welt außerhalb von Al-Qaida, die sich darüber klar waren. John O'Neill war einer von ihnen. O'Neill ist überzeugt, dass die islamistischen Terrorgruppen einen Brückenkopf in den USA errichtet haben. Doch seine Vorgesetzten sind anderer Meinung. Bis zum Juni 1999 setzt das FBI Bin Laden nicht mal auf seine Liste der meistgesuchten Verbrecher. O'Neill ist frustriert. Er quittiert seinen Job und wird Sicherheitsberater im Welthandelszentrum. Er wusste instinktiv, das ist der Job für mich, auch weil es ein mögliches Terrorziel für Al-Qaida war. 8.14 Uhr. An Bord von American Airlines Flug 11 beginnt die Terrortruppe um Mohammed Atta ihr blutiges Tagwerk. Zwei sogenannte Kämpfer greifen mit Teppichmessern eine Stewardess an und stürmen dann das Cockpit. Die, die an meinem Leichnam Wache halten, müssen Allahs gedenken und beten, dass ich zu den Engeln komme. So schreibt Atta in seinem Testament. Er wird erst aktiv, nachdem die Besatzung überwältigt ist. Von nun an soll er die Maschine steuern. Im Heck der Maschine gelingt es einer Flugbegleiterin, die Zentrale der Fluggesellschaft zu informieren. Das Cockpit reagiert nicht. Vorne ist jemand erstochen worden. Die haben Pfefferspray versprüht. Wir können nicht atmen. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir werden entführt. Das hatte es noch nicht gegeben, dass jemand ein entführtes Flugzeug zum Absturz bringt.
Üblicherweise und gemäß des Sicherheitstrainings war es das Beste für Passagiere und Crew, keinen Widerstand zu leisten. Non-resistance was the best course of action. In Manhattan weiß noch niemand von der Entführung. Die Menschen sind auf dem Weg zur Arbeit. Der wichtigste Finanzplatz der Welt erwacht. In der entführten Maschine macht Mohammed Atta eine Durchsage an die Passagiere. Das Kontrollzentrum schneidet mit. Um 9 Uhr hat der Frankfurter Manager Reinhold Scheuß einen Termin in den Twin Towers. Aber vorher will er frühstücken. Wir haben uns dann für den Amish Market entschieden und so sind wir kehrt gegangen von dem World Trade Center zurück in dieses kleine Amish Market Frühstücks-Snackbar. Typisch für New York, ja. Der Hudson River dient Mohammed Atta als Navigationshilfe und führt ihn an sein letztes Ziel. Im Testament schreibt er: Vom Staub bist du genommen, zum Staub kehrst du zurück. Jeder soll sagen, dass ich im wahren Glauben starb. Wir waren gerade eigentlich im Begriff, unser Frühstück uns zusammenzustellen, gab es eine gewaltige Erschütterung. Man hatte überhaupt keinen Bezug, wo das herkommen könnte. Und mein erster Gedanke war, es ist ein Erdbeben. In den Straßen Lower Manhattans herrscht Ratlosigkeit und Entsetzen. Da sah man überhaupt das allererste Mal, Menschen, die reinkamen, hatten Blut auf der Kleidung, aber sie bluteten gar nicht. Oder sie waren alle extrem verstört. Die Menschen waren teilweise panisch. Überall lagen Flugzeugteile und sehr, sehr viele Teile von Menschen. Und damit wurde mir dann auch klar, wieso Menschen überhaupt Blut an der Kleidung hatten. Noch versteht niemand, was geschehen ist. Die deutsche TV-Journalistin Julie von Kessel sieht all das im Fernsehen. Ich dachte nur, das ist irgendwie so eine kleine Cessna, die hat sich vielleicht verirrt oder so. Und ich weiß noch, dass ich dachte, Mist, schade, dass die Praktikantin noch nicht da ist, weil ich eigentlich diesen Termin hatte bei der Modenschau. Das Fernsehen liefert auch den Feuerwehrleuten erste Informationen. Es gab schon Nachrichtenteams am Ort und wir sahen, dass ein Flugzeug in das Gebäude geflogen war. Sofort dachte ich, das ist ein Terrorangriff, obwohl erste Meldungen von einem Unfall am World Trade Center sprachen. Ich glaubte nicht daran. Das ist was anderes, das spürte ich im Innersten. Feuerwehrleute aus ganz New York werden jetzt zum World Trade Center geschickt. In den Twin Towers hilft John O'Neill bei der Evakuierung eines Mitarbeiterkindergartens. Er war mittendrin, genau wie die Feuerwehrleute und Polizisten. Er wusste, dass er dahin gehörte. Das ist mein Job und ich bleibe auf dem Posten. Den Notrufzentralen ist das Ausmaß der Katastrophe noch nicht klar.
Der Mann, der Mohammed Atta und seinen Komplizen befahl, den Terror nach Amerika zu tragen, verfolgt gebannt die Meldungen aus New York, aus seinem Versteck im fernen Afghanistan. Schon vorher hatten sich er und seine Männer in die Berge zurückgezogen. Sie wussten, dass es eine Reaktion geben würde. Sie hatten einen tragbaren Fernseher dabei, aber der hatte keinen Empfang. Also hörten sie Radio. Nur Bin Laden wusste, was passieren würde. So geheim war die Aktion. Als das erste Flugzeug anschlug, jubelten alle. Und Bin Laden hielt einen Finger hoch, um zu zeigen, dass dies nur der erste Schlag war. Um 9.02 Uhr rast United Flug 175 in den Südturm des Welthandelszentrums. Unzählige Kameras sind in diesem Moment auf die Twin Towers gerichtet. Den Menschen in New York ist nun klar, Amerika wird angegriffen. I saw the plane hit the building. I can't say anything. Die Menschen oberhalb der Einschlagstellen sind eingeschlossen, Treppen und Aufzüge zerstört. Immer mehr Notrufe aus den Gebäuden gehen ein. How you doing? Are they going to be able to get somebody up here? Well, of course, ma'am. We're coming up to you. Well, there's no one here yet, and the floor is completely engulfed. We're on the floor, and we can't breathe. Yes. And it's very, very, very hot. And so how many people where you're at right now? There's like 5 people here with me. All up on the 83rd floor? 83rd floor. No smoke, right? Of course there's smoke. Ma'am, you have to stay calm. There is smoke. I can't breathe. Okay, you stay calm with me, okay? I understand. I think there is fire because it's very hot. Okay. It's very hot everywhere on the floor. Okay. I know you don't see it, and I know, but I'm documenting what you say, okay? And it's very hot. We see no fire, but you see smoke, right? It's very hot. I don't see any air anymore. Okay. All I see is smoke. Okay, dear. I'm so sorry. Hold on one. Stay calm with me. Stay calm. I'm gonna die, aren't I? No. I'm gonna die. Ma'am, say your prayers. And we're gonna think positive because you gotta help each other get off the floor. Stay calm. Auch private Filme halten das Geschehen fest. Ihr Entsetzen ist zu hören. Looks as if there's people hanging from the windows. Oh shit, somebody fell. Where? There's a person. Yeah, person jumped. Feuerwehrchef Richard Picciotto trifft wenig später am World Trade Center ein. Ja, es war schrecklich. Als ich ankam, sprangen schon Leute. Und man konnte es sehen und auch hören. Eine Zeit lang klang es so, jede zweite Sekunde. Erst schaute man noch hin, aber nach ein paar Sekunden ließ man es, weil man wusste, was passierte. Man zuckte nur jedes Mal zusammen, weil man wusste, dass noch einer gesprungen, noch jemand gestorben war.
Das ging eine Weile so weiter und jedes Mal fuhr man zusammen. New York im Schockzustand. We saw people just coming through the windows, falling out. It was terrible. There's people jumping out of windows. I've seen at least 14 people jumping out of windows. And if you go over by there, you can see the people jumping out the window. They're jumping out the window right now. Oh my God. Der Schrecken ist Kalkül. What separates Al-Qaida? Was Al-Qaida von anderen Terrorgruppen unterscheidet, ist ihre Blutgier. Es geht darum, Berge von Leichen zu produzieren. Es gab also zwei Ziele bei diesen Angriffen. Einmal diese unglaublichen, kinoreifen Bilder zu schaffen, die unvergesslich sind. Und dann ging es darum, so viele Menschen wie möglich zu töten. Eine wirkungsvolle Reaktion Amerikas auf den Angriff gibt es zu diesem Zeitpunkt nicht. Die Luftraumverteidigung ist überfordert. Die Piloten wissen nicht einmal, wohin. Die eingeübten Abläufe sind nutzlos. Die Maschinen patrouillieren im Bereitstellungsraum, fast 200 Kilometer von New York entfernt über dem Atlantik, und finden keinen Gegner. Zu diesem Zeitpunkt wissen weder die Air Force noch die Luftraumüberwachung, dass sich zwei weitere fliegende Bomben über Amerika befinden. Eine dieser Bomben ist American Flug 77. Die Boeing 757 ist in Washington in Richtung Los Angeles gestartet. Um 8.54 Uhr verlässt die Maschine ihren Kurs, wendet sich wieder nach Süden, zurück nach Washington D.C. Keiner der Fluglotsen erkennt einen Zusammenhang mit dem brennenden World Trade Center in New York. Um 9.37 Uhr rast die Boeing im Tiefflug über Washington. Ihr Ziel, das Pentagon, Zentrale der US-Militärmacht. Von dem Einschlag gibt es nur die Bilder einer Parkplatzüberwachungskamera. »194 Menschen sterben beim Angriff auf das Pentagon. Hunderte weitere werden verletzt. Amerika ist plötzlich sehr verwundbar. Flammen und Rauch über der Hauptstadt. Bin Laden triumphiert. Als das zweite Flugzeug eingeschlagen war, hatte er einen zweiten Finger gehoben. Und dann folgte der Angriff auf das Pentagon und er hob den dritten Finger. Und der vierte wäre für das Kapitol gewesen. Das Herz der US-Demokratie steht ebenfalls auf Al-Qaidas Zielliste. Über Pennsylvania ist United Flug 93 unterwegs Richtung Westküste. Um 9.30 Uhr ändert die Maschine den Kurs in Richtung Washington. Sie steht unter dem Kommando von Zia Jarrah. Manchem Komplizen gilt er als unzuverlässig. Stunden zuvor aber hat er im Abschiedsbrief an seine Freundin in Deutschland geschrieben: Du solltest stolz auf mich sein. Das ist eine Ehre. Und du wirst das Ergebnis sehen. Und alle werden sich freuen. Durch Anrufe erfahren Passagiere an Bord von den brennenden Türmen. Sie wollen sich wehren und versuchen, das Cockpit zu stürmen. Der Terrorpilot wehrt sich mit wilden Flugmanövern. Wer die Oberhand behält, ist nicht zu rekonstruieren. Schließlich stürzt die Maschine ab. Auf einem Feld in Pennsylvania. Sie reißt 43 Menschen mit in den Tod, verfehlt aber ihr Ziel in Washington. Ist es Zufall, dass ausgerechnet jener Terrorist scheitert, der als eher weltlich galt? Manhattan versinkt in diesen Minuten im Chaos.
Reinhold Scheuß ist wie tausende andere auf der Flucht. Unterwegs haben wir noch ein kleines Mädchen, 10, 11 Jahre, weiß ich nicht genau, eine Schülerin, die der Mutter seelenalleine stand und nicht wusste, was das Kind jetzt machen soll. Und sprach sie an, dass sie unbedingt dort weggehen möge und nicht da stehen bleiben soll. Hatte natürlich Angst, ich bin für sie ein völlig fremder Mann gewesen. Und ich erinnere mich noch daran, dass ich aus meinem Portemonnaie Bilder von meinen beiden Kindern heraussuchte, um diesem Mädchen das Gefühl zu geben, da ist ein Vater, der auch Kinder hat, der auch gerne noch leben nach Hause möchte, um ihr ein bisschen Mut zu machen, mitzugehen und nicht dort in der Nähe vom World Trade Center stehen zu bleiben. Und irgendwie haben wir es geschafft, dass die kleine junge Dame mit uns ging und das war vielleicht auch gut so. Die Fernsehjournalistin Julie von Kessel dagegen ist auf dem Weg an den Ort des Geschehens, im Taxi zum Ground Zero. Den Gedanken hatte ich auch im Taxi. Es ist absurd, in eine Situation reinzufahren, wo alle wegrennen. Also das kam mir echt merkwürdig vor. Aber das ist natürlich Teil des Jobs. John O'Neill erfährt in diesen Minuten von einem FBI-Kollegen, dass auch das Pentagon brennt. Im World Trade Center unterstützt der Sicherheitschef die Rettungsmaßnahmen. Er kennt das Gebäude, gibt wertvolle Hinweise, bewahrt die Ruhe. Er steht noch einige Zeit in Telefonkontakt mit den Rettungsdiensten, dann verliert sich seine Spur. Viele Zivilisten suchen Schutz im Battery Park an der Südspitze Manhattans. In dem Battery Park laufen unendlich viele Menschen vorbei und unter anderem eine Frau, wo ich den Eindruck hatte, dass sie telefoniert, mit ihrem Mobiltelefon am Telefonieren ist. Und ich bin schnurstracks auf sie zugegangen, habe sie angesprochen, habe gefragt, ob ihr Telefon funktioniere. Als Antwort bekam ich damals, sie müssen hier weg. Die Rettung. Eine Fähre nach Staten Island. Und als wir da so standen und auf die Fähre warten, hörte man dieses Scrollen. Das war ein Vibrieren, das durch die ganze Stadt lief. Julie von Kessel macht in diesem Moment Interviews am World Trade Center. Ich habe das irgendwie angeschaut und nicht verstanden. Und dann war auch schon diese Druckwelle da. Das Knirschen von Stahl, das geht durch den ganzen Körper durch. Ich dachte irgendwie, oh Scheiße, ich habe damit nichts zu tun. Was ist hier los? Ich muss über die Modenschau berichten. Und warum stehe ich hier? Und hier fällt dieses Gebäude auf mich. Überall auf der Straße waren Taschen und Schuhe. Und auch ich habe das Stativ auch einfach dastehen lassen. Der Staub, der war so weiß und ganz heiß und so ganz fein und setzte sich überall rein und der war wie aus so Glassplittern. Also die Haut brannte irgendwie. Der Druck war so groß, so schnell konnte niemand laufen, um nicht von dieser Staubwolke eingeholt zu werden. Auch am Rande Manhattans löst der Einsturz des Südturms Panik aus. Jetzt heißt es, rette sich, wer kann. All right, let's go. Take what you need, leave everything else. Let's get the camera, we're gonna... Wie ein Leichentuch legt sich die monströse Staubwolke über Manhattan. Wer kann, verkriecht sich irgendwo. Kleine Schicksalsgemeinschaften helfen einander.
didn't rinse them down. Get everybody. Yeah, that's a good idea. It's gone. The whole tower. It's gone. Holy crap. Julie von Kessel entkommt dem Inferno. Minuten später schildert sie ihre Erlebnisse live im deutschen Fernsehen. Die Zeugen berichteten, dass überall ums Gebäude herum einfach Leichen lagen. Menschen sind die ganze Zeit aus dem Gebäude rausgesprungen. Als ich einen O-Ton geholt habe, ich habe jemanden befragt, einen Zeugen, brach im Hintergrund das erste Gebäude auseinander. Es war wahnsinnig laut. Es war so laut, wie als wäre noch ein Flugzeug reingeflogen. Und auf einmal in Sekundenschnelle waren wir alle in brennendem Rauch und Asche eingehüllt und sind einfach nur um unser Leben gerannt. Zum Glück sind Sie heil zurückgekommen. Wie gesagt, die ganze Stadt steht unter einem totalen Schock. Ich war unheimlich aufgewühlt und verwirrt. Und ich weiß noch, dass ich unheimlich gestikuliert habe. Und irgendwie so, ja, es nicht fassen konnte. Und ich weiß auch, dass ich damals dachte, wie kann ich den Horror in Worte fassen? Ich kann ihn nicht in Worte fassen. Der Zusammensturz des Südturms überrascht auch die Feuerwehr völlig. Die Notfallpläne sind längst Makulatur. Die umliegenden Hochhäuser sind durch den Zusammensturz schwer beschädigt. Sie werden geräumt. Helfer durchkämmen gespenstisch leere Gebäude. Sie suchen Verirrte und Verletzte. Die Einsatzleiter der Feuerwehr befehlen den Rettungstrupps, sich aus dem brennenden Nordturm zurückzuziehen. Für die meisten kommt dieser Befehl zu spät. So auch für Chief Richard Picciotto. Er steckt mit seinen Männern im sechsten Stock des verbleibenden Turms. In dem Moment, als es losging, war der Krach so laut. Ich wusste, dass der Nordturm zusammenbrach. Und ich sagte, oh, Mist, jetzt kommt er runter. Um 10.28 Uhr stürzt auch der Nordturm ein. Es fühlte sich an, als wenn sich eine Falltür öffnete. Es gab keine Treppen mehr und ich hatte das Gefühl des freien Falls. Was genau passierte, weiß ich nicht, weil ich es nicht sehen konnte. Aber ich erinnere mich an keinen Aufschlag. Ich rutschte wohl wie auf einer Lawine mit einer Menge Schutt nach unten. Ich machte meinen Frieden mit mir selbst. Ich wollte nicht sterben, aber ich dachte, das lässt sich wohl nicht vermeiden. Ich wusste nur, dass ich nicht leiden wollte. Ich wollte keine Schmerzen. Deswegen betete ich nur, bitte Gott, lass es schnell gehen. Lass es einfach schnell gehen. Der Krach war gewaltig und nach ein paar Sekunden war da plötzlich diese unheimliche Stille. An eerie silence. After a few seconds. Nach ein paar Sekunden dachte ich, ich wäre tot. Das heißt, ich wusste nicht, ob ich tot oder lebendig war. Aber ich hoffte, dass ich nicht tot war. Denn ich wollte als Toter nicht an einem so heißen und verräucherten Ort sein. Ich wollte leben und merkte dann, dass ich doch nicht tot war. Tausende sterben beim Zusammenbruch des Wolkenkratzers. Doch unter Tonnen von Trümmern haben Richard Picciotto und einige Kameraden im Hohlraum eines Treppenschachtes überlebt. Es war heiß. Ich hatte meine Feuerwehrjacke ausgezogen und mich darauf gelegt und starrte nach oben ins Nichts, in die Schwärze. Und dann war da plötzlich eine Stelle, die nicht mehr schwarz war, sondern dunkelgrau. Ich kletterte langsam nach oben,
vorbei an anderen Eingeschlossenen durch die ganzen Trümmer und kletterte immer weiter, immer nach oben. Und plötzlich war ich draußen, ganz oben auf diesem riesigen Schuttberg. Es war die höchste Stelle in dieser Trümmerwüste, da, wo vorher der Nordturm war. Und ganz oben, auf dem höchsten Punkt, da kletterte ich raus. Nur wenige Glückliche kommen davon. Fast 350 Feuerwehrmänner bezahlen den Einsatz mit ihrem Leben. Den ganzen Nachmittag über läuft ein regelrechter Exodus aus Manhattan. Die Megacity ist leer. Und es herrscht Angst vor weiteren fliegenden Bomben. Das war eben der Horror daran, es so zu erleben, nie abschalten zu können. Und nie zu wissen, eben was kommt jetzt. Und dann flogen auch immer diese Kampfjets so ganz tief über die Stadt. Das heißt, die Stadt war auf einmal ganz, ganz still und nur dieses dumpfe Donnern dieser Jets hörte man. Das Inferno von Manhattan. Der Deutsche Reinhold Scheuß lässt es hinter sich. Er nimmt eine Fähre nach Staten Island und beschreibt die Stimmung der Davongekommenen. Einfach nur bedrückend. Kein Mensch hat irgendwas gesagt. Es ist wie ein Leichenzug. In Deutschland hofft Zia Jaras deutsch-türkische Freundin auf ein Lebenszeichen. Meine Damen und Herren, ich bitte um Ihr Verständnis, dass wir das laufende Programm unterbrechen. In New York spielt sich zurzeit in diesen Minuten vor den Augen der Welt, kann man sagen, eine wahre Horrorszene. Als sie im Krankenbett von dem Anschlag erfährt, wähnt sie Ziad im sonnigen Florida. Aber erreichen kann sie ihn nicht. Zwei Tage später geht sie zur Polizei. Fernsehberichte bestärken ihren Verdacht, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Ziad und den Anschlägen. Von den deutschen Behörden erfährt sie, dass ihr Freund ein Massenmörder ist. Fast 3000 Menschen aus 90 Nationen sterben durch die Anschläge. Viele gelten zunächst als vermisst. Zehn Tage nach dem Anschlag findet die Feuerwehr in den Trümmern die Leiche von John O'Neill, nahezu unversehrt. Das ist das Tragische. Er wurde von dem Mann getötet, den er gejagt hatte. Es ist ein Gipfel der Ironie und eine große Tragödie. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was in ihm vorging in seinen letzten Momenten, bevor er starb. Was er durchgemacht hat, die Angst. Aber er rannte nicht davon. Er blieb. Der 11. September. Ein Tag, der Leben zerstörte und der Leben veränderte. Vieles ist anders geworden. Wissen Sie, manche sagen, ich sei gesegnet gewesen. Und das stimmt. Aber andere Leute sagen, Gott hat auf dich aufgepasst. Damit kann ich nichts anfangen. Ich wurde gerettet und hatte sehr viel Glück. Aber 3000 andere wurden an dem Tag getötet. Wenn Gott also auf mich aufgepasst hat, hat er dann auf die anderen nicht aufgepasst? Das ist ein zweischneidiges Schwert. Der Tag veränderte auch das Leben scheinbar Unbeteiligter. Etwa jenes Mannes, der Atta am Morgen im Flughafen eincheckte. Ich habe diesem Menschen in die Augen gesehen und er war der Inbegriff des Bösen. Und in meiner Magengrube spürte ich es, körperlich spürte ich es.
Aber ich bin nur ein Mensch. Ich konnte nicht einschreiten. Wenn jemand etwas Ungesetzliches macht, kann ich handeln. Wenn nicht, muss ich ihn gehen lassen. Manchmal habe ich da schon ein schlechtes Gewissen. Ground Zero wird zu einem Symbol für eine neue, andere Welt. In die Trauer mischt sich trotzige Entschlossenheit. I can hear you, the rest of the world hears you, and the people... Obwohl die Terrororganisation Al-Qaida schnell als schuldig feststeht, gerät auch der irakische Diktator Saddam Hussein ins Visier des US-Präsidenten. Dieses Regime hat etwas vor der zivilisierten Welt zu verbergen. Solche Staaten und ihre terroristischen Verbündeten bilden eine Achse des Bösen. Sie bewaffnen sich, um den Weltfrieden zu bedrohen. Beweise dafür, dass der Irak Al-Qaida bei den Anschlägen am 11. September unterstützt hat, gibt es nicht. US-Präsident George Bush will trotzdem in den Krieg gegen den Irak ziehen. Er ist überzeugt, dass das Land eine Gefahr für die USA ist. Den Kriegsgrund wird er mit Hilfe des Bundesnachrichtendienstes finden. Es ist eine unglaubliche Geschichte, die in Zirndorf bei Nürnberg beginnt. Das Aufnahmelager für Asylbewerber. Hier kommt am 30. Dezember 1999 ein irakischer Flüchtling an. Er ist Chemieingenieur und sucht Asyl in Deutschland. Er wird später den USA den entscheidenden Grund für einen Krieg gegen den Irak liefern. Eine der folgenschwersten Lügen unserer Zeit. Sein Name? Rafet Ahmed Alwan. Heute lebt er in Süddeutschland unter einem neuen Namen. Mein Traum war der vieler Iraker. Ich wollte, dass Saddam vertrieben wird, aber es war allen bekannt, dass jeder, der gegen Saddam Hussein war, erschossen wird. Die Behörde in Zirndorf legt eine Akte an. Ein Chemieingenieur aus dem Irak. Die Beamten werden hellhörig und informieren den Bundesnachrichtendienst BND. Es folgt eine intensive Befragung. Der Mann hatte gehört, ich sei Chemieingenieur. Das könne wichtig sein für die deutsche Regierung. Dass er vom BND war, hat er mir nicht gesagt. Es stellte sich heraus, wohl im Asylantragsverfahren, dass er gearbeitet hat in einer Firma, die eingebunden war in die irakische Rüstung. Und von daher war er einfach interessant als Informant. Für den Westen sind Informationen über das Waffenarsenal des Irak wichtig. Seit der irakische Präsident Hussein 1998 alle UN-Waffeninspektoren aus dem Land warf, ist unklar, wie viele Waffen der Diktator hat. Und Saddam Hussein gilt als skrupellos. Er hat bewiesen, dass er sogar bereit ist, Giftgas einzusetzen. 1988 lässt er die kurdische Stadt Halabja mit Senfgas, Sarin und Tabun angreifen. Bis zu 5000 Menschen sterben. Was weiß der Chemieingenieur über Massenvernichtungswaffen im Irak? Der BND glaubt, einen Top-Informanten gefunden zu haben. Er kennt viele Details und berichtet ausführlich über Waffen- und Forschungsprogramme im Irak. Er darf in Deutschland bleiben und bekommt vom BND ein Honorar. 3000 Euro im Monat. Es gab dann einen durchaus intensiven Kontakt. Er hat eine Menge wertvoller Informationen geliefert, soweit ich das beurteilen kann. Ein Großteil seiner Informationen waren überprüfbar und waren durchaus wertvoll für die Aufklärung des Bundesnachrichtendienstes. Damit hat der BND allen anderen Geheimdiensten etwas voraus. Einen Insider aus dem Irak. Ich sagte Ihnen gleich, dass der Irak Chemiewaffen produzieren kann. Nachdem ich wusste, dass es die Deutschen interessierte, bestätigte ich es Ihnen nochmal. Sie fragten nach technischen Details, Diagrammen und Zeichnungen. Ich erzählte Ihnen, dass ich an den Projekten beteiligt gewesen war. Die
Er berichtet dem BND von seiner Arbeit in einer Fabrik in Djerf al-Nadaf am Rande Bagdads. In der Samenzuchtstation sollen mobile biologisch-chemische Waffenlabore stationiert sein. Ich habe 7 oder 8 Monate in Djerf al-Nadaf in der Saatgutzucht gearbeitet. Ich war der verantwortliche Manager für das Projekt. Wir wollten die Qualität des Saatgutes verbessern. Der Bundesnachrichtendienst gibt die Verhörprotokolle an die britischen und US-Geheimdienste weiter. Es gab ein durchaus eingespieltes Verfahren, dass man bestimmte Erkenntnisse austauschte mit den anderen Diensten. Und dann ist ja immer die Frage, kann man das bestätigen? Wie werthaltig ist die Information? Gibt es Erkenntnisse, die dem widersprechen? Und das ist auch in diesem Fall geschehen. Man hat die Information weitergegeben mit der Bitte und Frage, bitte überprüft das doch mal. Ist das in sich schlüssig? Ist das plausibel? Könnt ihr das bestätigen? Die Amerikaner geben der Quelle aus dem Irak den Codenamen Curveball. Die CIA benutzte das Wort Ball für Überläufer aus dem Ostblock, die Informationen über geheime Waffen preisgaben. Ein Curveball ist ein schwer berechenbarer Ball beim Baseball. Die CIA-Agenten sind beeindruckt. Es klingt nach der Information, die sie schon lange suchen. Er erzählte, ich sah Unfälle mit vielen Toten. Ich sah ganze Waggons und Lastwagen mit Kampfmitteln. Manche Aussagen waren sehr detailliert, bis hin zu einzelnen Pumpen und Ventilen. Der BND möchte Curveball für sich behalten und lehnt es ab, ihn den Amerikanern zur Verfügung zu stellen. Die Deutschen sagten uns, er möge Amerikaner nicht, er spreche kein Englisch. Außerdem würde er nur gegenüber Deutschen aussagen. Ende 2000 kommen erste Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Topquelle Curveball auf. In Dubai treffen BND und CIA-Agenten Curveballs ehemaligen Chef Dr. Al-Sati. Sein Sohn soll laut Curveball in Waffengeschäfte für den Irak verwickelt gewesen sein. 1995 war mein Sohn erst 16 Jahre alt. Er ging nach England, um einen Sprachkurs zu machen. Wie konnte er da in Waffengeschäfte verstrickt gewesen sein? Niemals. Danach wurde ich von den Deutschen mit den Aussagen konfrontiert. Sie sagten, wir haben Al-Sahati getroffen und er streitet alles ab. Ich sagte ihnen, Dr. Al-Sahati ist eine respektierte Person im Irak. Sie müssen selbst entscheiden, wem sie glauben. Sie sagten, dann glauben wir Dr. Al-Sahati. Hat Curveball also alles erfunden, um sich wichtig zu machen und eine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland zu bekommen? Die Person, die Curveball am besten kannte, war sein enger Freund und Chef Al-Dulaimi. Hier Bilder von Curveball auf Al-Dulaimis Hochzeit. Er kannte Curveballs große Schwäche. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht und ich muss wirklich sagen, dass er ein unglaublicher Lügner ist. A congenital liar. Wie kommen Sie darauf? Weil er immer Geschichten erfunden hat. Sein Spitzname war Rafet der Lügner. Er ist ein Spion, er ist ein Hochstapler. Das ist ein Desaster für die ganze Welt, nicht nur für den Irak. Schon damals sprechen Satellitenbilder gegen Curveballs Aussagen. Hier die Fabrik in Djerf al-Nadaf nahe Bagdad, in der er gearbeitet hat. Er gibt an, dass schwere Sattelzüge ans Lagergebäude gefahren seien. Doch die Bilder zeigen, dort ist gar nicht genug Platz, um mit Lastwagen zu rangieren. Außerdem steht eine fast 2 Meter hohe Mauer im Weg. Im Frühjahr 2001 beendet der BND in Absprache mit den Diensten Israels, der USA und Großbritanniens die Verhöre. Curveball gilt nicht mehr als verlässliche Quelle. Nach über einem Jahr wird er abgeschaltet. Der ehemalige Top-Informant muss sich sein Geld jetzt mühsam verdienen und in Erlangen Hamburger braten. Der Fall Curveball scheint erledigt, abgelegt im BND-Archiv. Man hat alle Informationen abgeschöpft.
Man konnte bestimmte Informationen nicht verifizieren. Und damit war der Fall zunächst, ich sag mal, von der Aufklärung her, ja, ausgeschöpft. Denn Curveball war ja, ich glaube, bis 1998 nur im Irak. Er hatte ja nur einen ganz beschränkten Zeitraum, den er beurteilen konnte. Für uns war natürlich wichtig im Bundesnachrichtendienst, aber für alle anderen westlichen Dienste auch, wie ist die Zeit denn danach zu beurteilen, nach 98? Wurden diese Bemühungen fortgesetzt oder wurden sie eingestellt? Dazu konnte uns Curveball ja keine weiteren Erkenntnisse liefern. Der 11. September 2001. Die US-Regierung hat sofort auch den Irak im Visier. Sie will das Land angreifen und Saddam Hussein vertreiben. Ein Berater von Präsident Bush, Richard Perle, spricht es gegenüber CIA-Chef George Tenet aus. Er sagte mir im Weißen Haus, Irak muss den Preis für das bezahlen, was gestern geschehen ist. Sie sind verantwortlich. Es ist der 12. September und ich habe den Bericht dabei, der besagt, dass Al-Qaida es war. Es gibt überhaupt keinen Hinweis darauf, dass Irak irgendetwas damit zu tun hat. Noch während ich den Präsidenten informierte, dachte ich die ganze Zeit nur, wovon zum Teufel spricht Perle? What the hell is he talking about? Präsident Bush ist umgeben von Politikern der Neokonservativen, einer radikalen konservativen Strömung. Richard Perle, Vizepräsident Dick Cheney und der stellvertretende Verteidigungsminister Paul Wolfowitz gehören dazu. Ihr Ziel? Die Dominanz Amerikas in der Welt zu sichern. Sie forderten schon in den 90er Jahren mehr Militäreinsätze und einen Regimewechsel im Irak. Dieser Einfluss der Neokons, der war ideologisch getrieben, unglaublich ideologisch getrieben. Mir war das zum ersten Mal klar, als ich wenige Tage nach dem 11. September im Pentagon mit dem stellvertretenden Verteidigungsminister Wolfowitz diskutiert habe. Und er hat mir dann die Strategie dargestellt, und nämlich, dass es jetzt eigentlich um einen neuen Weltkrieg geht gegen den Terrorismus. Für die rot-grüne Regierung unter Gerhard Schröder und Joschka Fischer eine heikle Situation. Wie soll sie mit dem Kurs der US-Regierung umgehen? Der amerikanische Präsident zeigt sich immer entschlossener. Doch noch fehlt ein legitimer Grund für den Krieg gegen den Irak. Irak verhält sich weiterhin feindlich gegenüber den USA und unterstützt Terroristen. Seit mehr als einem Jahrzehnt arbeitet das Regime an Milzbranderregern, Nervengas und Atomwaffen. Es ist ein Regime, das bereits Giftgas benutzt hat, um tausende eigene Bürger umzubringen. Sie ließen die Körper der toten Mütter über ihre toten Kinder gebeugt liegen. Es ist ein Regime, das internationalen Inspektionen zustimmte und dann die Inspektoren rauswarf. Die USA üben immer mehr Druck auf Saddam Hussein aus. Und der Diktator gibt nach. Im September 2002 dürfen UN-Inspektoren in den Irak einreisen. Die Suche nach tödlichen Kampfstoffen ist mühsam. Lässt der Diktator das Gift in Getreidefabriken und Futtersilos produzieren? Geht das Katz-und-Maus-Spiel mit den Waffeninspektoren der UN weiter? Die lassen alle Raketen mit mehr als 150 Kilometern Reichweite zerstören. Kampfstoffe aber finden sie keine. Ob Saddam Hussein an biologischen, chemischen oder sogar atomaren Waffen arbeiten lässt, bleibt unklar. Wir haben bei dem ersten Irakkrieg als Erkenntnis gewonnen, dass er nicht so weit entfernt davon war, eine Nuklearwaffe zu entwickeln. Deswegen stand er unter Verdacht. Saddam Hussein hat kürzlich versucht, große Mengen Uran in Afrika zu kaufen. Gerüchte über einen angeblichen Urankauf zirkulieren schon seit Jahren in Geheimdienstkreisen. 2001 taucht ein Dokument auf. Es ist ein Vertrag über die Lieferung von 500 Tonnen Uran an den Irak, unterzeichnet und gestempelt vom nigrischen Präsidenten. Es war gespickt mit Fehlern und Lügen. Sie haben den falschen Namen benutzt, den eines früheren Außenministers einer vergangenen Regierung Nigers. Die Siegel auf dem Brief waren alle handgemalt. Es war eine sehr schlechte Fälschung.
Ein italienischer Kontaktmann will die Dokumente dem französischen Geheimdienst verkaufen. Frankreich betreibt die Uranminen im Niger. Der französische Geheimdienstchef Pierre Brochand bekommt ein Angebot. Er soll eine hohe Summe für das Dokument zahlen. Wir waren sehr skeptisch und wir haben das Material nicht verbreitet, es noch nicht einmal gegenüber befreundeten Diensten erwähnt. Und vor allem konnten wir während dieser ganzen Zeit keine Urankäufe von Seiten des Irak feststellen. Pierre Brochand schickte Agenten nach Afrika, um der Sache nachzugehen. Die Minen des Niger. Hier wird Uran abgebaut. Der Rohstoff auch für Atombomben. Die Agenten berichten, Saddam Hussein habe nicht versucht, hier Uran zu kaufen. Das angebotene Dokument ist wertlos. Doch die Gerüchte halten sich trotzdem. Ich glaube, die Metapher von einem bösen Virus passt gut. Ein Virus, das irgendwann erschaffen wurde von zwei oder drei Personen. Dann wurde es zu einigen Geheimdiensten nach Frankreich, Deutschland und Großbritannien verbreitet. Es überquerte den Atlantik und am Ende gingen damit nur die USA und Großbritannien an die Öffentlichkeit. Wahrscheinlich, weil ihr Immunsystem schwächer war. Das Weiße Haus nimmt gierig alles auf, was über den angeblichen Urankauf im Umlauf ist. Denn es ist genau das, was man hier hören will. Mein Dienst hat dauernd versucht, die ganze Sache zu begraben. Immer und immer wieder. Einer meiner Kollegen sagte, es ist wie bei einem Maulwurf. Du haust ihm auf den Kopf, er verschwindet und plötzlich taucht er woanders wieder auf. Eines von vielen Beispielen für Gerüchte und Fälschungen, die einen Grund für den Krieg gegen den Irak liefern sollen. September 2002. Der britische Premierminister Tony Blair präsentiert dem Parlament Informationen des Geheimdienstes. In dem Bericht steht, dass der Irak chemische und biologische Waffen hat. Dass Saddam sie weiter produziert und dass es bestehende und aktive militärische Pläne zum Einsatz von chemischen und biologischen Waffen gibt. Sie können innerhalb von 45 Minuten eingesetzt werden. In seiner Rede vor dem Parlament sagt Blair, dass der Irak eine ernste Bedrohung für Großbritannien darstelle. Die Information kommt aus der damaligen irakischen Opposition. Die Partei INA will Saddam Hussein stürzen. Geführt wird sie von dem Exil-Iraker Iyad Alawi. Er will über einen Hauptmann der irakischen Armee von den Chemiewaffen erfahren haben, die Tony Blair in seiner Rede erwähnt hat. Man sagte uns, die seien innerhalb von 45 Minuten bereit. Mit was? Mit chemischen Waffen. Hat Ihr Hauptmann diese Waffen gesehen? Nein. Was hatte der Informant tatsächlich beobachtet? Er beschreibt nur, dass er versiegelte Kisten gesehen habe und vermutet darin chemische und biologische Waffen. Von Raketensprengköpfen, die hunderte Kilometer fliegen können, war nie die Rede. War Ihnen klar, dass sich die 45 Minuten lediglich auf Waffen mit kleinem Radius bezogen? Ja, das war mir klar. Blairs Behauptung stellt sich als falsch heraus. Beweise der Geheimdienste gibt es keine. Herbst 2002. Die US-Regierung ist zum Krieg entschlossen. Doch sie kann der Welt immer noch keine überzeugenden Gründe nennen. Es gab ja drei Argumentationslinien der Amerikaner. Die eine war, dass Saddam Hussein mit Al-Qaida zusammenarbeitete. Das war aber ein Argument, was im Sicherheitsrat niemand ernst genommen hat, denn Al-Qaida
als islamistische radikale Organisation und der zwar schlimme, aber säkulare Diktator hätten sich im Zweifel eher umgebracht, gegenseitig, anstatt miteinander zusammenzuarbeiten. Die zweite Linie war, dass Saddam Hussein versucht hätte, in Niger Yellow Cake, eine Vorstufe zum Bau von Atombomben, zu kaufen. Und da hatte ich von El Baradei, zu dem wie auch zu Blix ich sehr enge Beziehungen hatte, erfahren, dass das eine Fälschung war. Die dritte Linie war die Linie Curveball. Curveball, der irakische Chemieingenieur, der in Deutschland Asyl bekam. Die zweifelhafte und abgeschaltete Quelle des Bundesnachrichtendienstes. Plötzlich erinnert sich die CIA an seine Aussagen und versucht, wieder an ihn heranzukommen. Jetzt soll es schnell gehen. In Washington trifft CIA-Europachef Tyler Drumheller den Kontaktmann des Bundesnachrichtendienstes in einem Restaurant. Es war ein sehr ruhiger Ort und ein bisschen dunkel. Man konnte sich nach hinten setzen und reden. Wir waren gute Freunde. Es war ein schöner Abend und wir hatten sehr viel zu bereden. Und am Ende sagte ich, ach übrigens, die haben mir gesagt, ich soll dich nach Curveball fragen. Gibt es irgendeinen Weg, wie wir Zugang zu ihm bekommen? Es wäre wirklich wichtig. Und er sagte, frag bitte nicht, sie werden dir den Zugang nicht geben, weil er eine unbestätigte Quelle ist. Ich sage dir das unter uns. Ich persönlich denke, und ich habe mit dem Fall zu tun gehabt, dass er vielleicht ein Lügner sein könnte. Der CIA-Direktor George Tenet sagt, Tyler Drumheller habe diese und andere Warnungen nicht weitergegeben. Dezember 2002. Der US-Geheimdienst fragt offiziell beim BND an. Curveball scheint für die Bush-Administration der Kronzeuge gegen den Irak zu sein. Er soll sogar im US-Fernsehen auftreten. Es gab über den Residenten der amerikanischen Dienstes, CIA-Vertreter hier in Berlin, gab es eine Anfrage, die sehr schnell beantwortet werden musste, so wie es hieß, weil man beim Präsidenten und gegenüber dem Präsidenten in der Pflicht war. Und man hat uns dann gesagt, ja, wir brauchen innerhalb sehr kurzer Zeit, ich glaube 48 Stunden, eine Antwort und haben dann sehr stark gedrängt, dass sie die Informationen Curveballs, ich nenne ihn mal Curveball, nutzen durften. Die Amerikaner machen Druck auf die Bundesregierung. Sie wollen sofortigen Zugriff auf Curveball und geben den Deutschen 48 Stunden Zeit für eine Entscheidung. Und das war natürlich für uns eine ganz kritische Anfrage. Denn auf der einen Seite haben wir das sehr widerstrebend entgegengenommen. Denn man gibt nicht gerne Informationen weiter, die kritisch werden können für eine Quelle. Und vor allen Dingen in so einem Fall, wo man sozusagen einerseits vor einem möglichen Krieg stand. Auf der anderen Seite gab es natürlich eine enge Zusammenarbeit im Nachrichtendienst, im militärischen Bereich. Die USA sind unser engster NATO-Verbündeter. Und deswegen war das für mich auch eine politische Frage. Und wir haben dann sehr schnell das Bundeskanzleramt eingeschaltet. Und das Bundeskanzleramt hat dann koordiniert. Deswegen hat die Bundesregierung damals entschieden, dass der Präsident des BND einen Brief schreibt an seinen Kollegen, in dem er exakt unseren Erkenntnisstand wiedergibt. Exakt. Was er getan hat. BND-Chef August Hanning warnt in diesem Brief vor den Informationen Curveballs. Auch in der Folge unternommene Anstrengungen, die Informationen zu verifizieren, blieben ohne Erfolg. Mein Fazit ist, dass bisher kein Dritter ähnliche Angaben wie unsere Quelle geliefert hat und diese Erkenntnisse nicht als verifiziert gelten können. Und Deutschland weigert sich weiterhin, den Amerikanern den irakischen Informanten zu überlassen. Die CIA sagt später, Hannings Brief habe das Büro von Tyler Drumheller nie verlassen. George Tenet hat gesagt, er habe diesen Brief nicht erhalten. Hat er aber. Aber er sagt, er habe nicht. Doch, er hat. Ich sage, er hat. Sie können mein Wort neben das von George Tenet stellen. Ich würde nicht sagen, dass er lügt, aber ich weiß, dass er diesen Brief gesehen hat. Woher wissen Sie das? Weil ich ihm den Brief gesendet habe. Jedenfalls ist der Brief auf offiziellen Wege an die US-Seite weitergeleitet worden.
Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass solche wichtigen Briefe dann irgendwo auf dem Dienstweg verschwinden. Aber ich kann das nicht abschließend beurteilen. Washington, einen Monat später, Januar 2003. State of the Union, Ansprache des Präsidenten an die Amerikaner. Mr. Speaker, the President of the United States. Präsident Bush kommt mit alten Vorwürfen, aber er kündigt neue Erkenntnisse an. Die Vereinigten Staaten werden den Weltsicherheitsrat einberufen, um die andauernde Gefahr durch den Irak zu erörtern. Außenminister Powell wird Informationen präsentieren über Iraks illegales Waffenprogramm und seine Versuche, diese Waffen vor den UN-Inspektoren zu verstecken, sowie über die irakischen Verbindungen zu Terrorgruppen. Die USA lassen bereits seit Wochen Truppen aufmarschieren. Flugzeugträger, Kampfjets, 250.000 Soldaten haben einen Marschbefehl zum Persischen Golf. Und sie suchen Alliierte für einen Krieg gegen den Irak. Eine sogenannte Koalition der Willigen. Das geht alle freien Nationen etwas an. Wir bitten sie, sich uns anzuschließen. Und viele machen das auch. Aber der Kurs unserer Nation hängt nicht von den Entscheidungen anderer ab. Die Entschlossenheit Bushs bringt Deutschland in ein Dilemma. Mit den USA in einen Krieg gegen den Irak ziehen oder dem Bündnispartner die Solidarität verweigern? Die rot-grüne Bundesregierung lehnt einen Militäreinsatz ab. Wir wollten das Bündnis ja nicht kündigen. Wir waren in der Situation, dass unser wichtigster Verbündeter dabei war, nach unserer Meinung, einen Riesenfehler zu begehen. Aber das hieße nicht, dass wir deswegen das Bündnis aufkündigen würden. Das war nie eine Debatte und insofern waren wir in der schwierigen Lage, dass wir auf dünner Linie uns zu bewegen hatten. Das Verhältnis zu Amerika ist gespannt wie selten zuvor. Ausgerechnet in dieser Situation hat Deutschland den Vorsitz im Weltsicherheitsrat. New York, Anfang Februar 2003. Außenminister Colin Powell, CIA-Chef George Tenet und einige Berater sitzen im Waldorf Astoria Hotel zusammen, um die von Bush angekündigte wichtige Rede auszuarbeiten. Powell soll vor dem Sicherheitsrat Beweise für Massenvernichtungswaffen in der Hand von Saddam Hussein präsentieren. Die lang gesuchte Begründung für einen Krieg. Ich saß da mit CIA-Direktor Tenet bis 2 Uhr oder später. Die Atmosphäre war ernst. Wir wussten, wir mussten es nicht nur richtig machen, sondern es musste perfekt sein. Hat Colin Powell die Geheimdienstinformationen über Massenvernichtungswaffen vor seiner Präsentation in Frage gestellt? Der Außenminister hat sie nicht nur einmal, sondern immer wieder intensiv in Frage gestellt. Er war persönlich involviert. Er wusste um die Bedeutung dieser Rede für die ganze Welt. Die Nacht vor der Rede. Tyler Drumheller bekommt einen Anruf vom CIA-Chef. Ich war zu Hause, meine Tochter ging ran, es war schon sehr spät und sie sagte, oh Dad, es ist Mr. Tenet. Er war in einem Hotel bei der UNO und sagte, er sei sehr müde, sie seien seit 72 Stunden wach, er brauche eine Telefonnummer. Kurz bevor er auflegte, sagte ich, hey Boss, diese deutschen Berichte über Curveball, stell sicher, dass die aus diesen Berichten nichts zitieren. Mit den Berichten gibt es viele Probleme. Und er sagte, ja, mach dir keine Sorgen, wir haben hier alles unter Kontrolle. George Tenet sagt, er kann sich daran nicht erinnern, dass sie ihm das gesagt haben. Ich glaube, einer von uns beiden sagt hier nicht die Wahrheit. Ich bin mit mir im Reinen. Auch die deutsche Delegation bereitet sich auf die Sitzung vor. Fischer und sein Team fragen sich, ob Powell eine groß angelegte Präsentation zeigen wird. Die Atmosphäre war sehr angespannt, schon in den Tagen davor. Und irgendwann sagte ich, komm, ich rufe an. Also habe ich Colin Powell angerufen und mit ihm gesprochen. Und da war klar, da wird nichts dergleichen kommen. Ich wollte auch schon mal vorfüllen. Und wir fuhren mit großer Delegation mit. Wir waren auf alles vorbereitet. Auch der BND war mit Experten mit dabei und es gab einen direkten Draht. Powell versuchte offenbar, die deutsche Delegation zu beruhigen und seinen Auftritt herunterzuspielen.
Uns ging es darum, den Krieg abzuwenden. Und dafür haben wir auch gearbeitet, innerhalb und außerhalb des Sicherheitsrats. CIA-Chef George Tenet und US-Außenminister Colin Powell betreten den Sicherheitsrat. Es ist der 5. Februar 2003. Jede Aussage, die ich heute hier mache, ist durch Quellen abgesichert. Überprüfte Quellen. Das sind keine Behauptungen. Wir geben Ihnen heute Fakten und Ergebnisse aus soliden Quellen. Der US-Außenminister präsentiert ausgerechnet Curveball als sichere Quelle. Jenen irakischen Chemieingenieur, dessen Aussagen von den Geheimdiensten niemals bestätigt werden konnten. Die Quelle war ein Augenzeuge, ein irakischer Chemieingenieur, der die Fabriken überwachte. Er war anwesend bei der Produktion von Biowaffen. Ich war nicht überrascht, dass er auftauchte, sondern wie er auftauchte. Also, dass das Fakt war, Gewissheit. Wir hatten einen völlig anderen Erkenntnisstand. Colin Powell sagte, Sie, die Quelle, seien während der Produktion von Biowaffen anwesend gewesen. Waren Sie anwesend? Nein. Die Quelle war auch anwesend, als 1998 ein Unfall passierte. 12 Techniker starben durch Biowaffen. Waren Sie da, als der Unfall passierte? Nein. Man sah an den versteinerten Gesichtern, dass diese Rede nichts war, was überzeugte und was die Beteiligten, sagen wir mal, guten Gewissens dort vorgetragen haben. Wir haben Beschreibungen aus erster Hand von biologischen Waffenfabriken auf Rädern und Schienen. Die Labore sind mobil, um sie besser vor den UN-Inspektoren zu verstecken. Wir haben damals gewusst, dass das, was Colin Powell dort vortrug, insbesondere die fahrbaren Biolabors, nicht den Tatsachen entsprechen konnte. Und wir haben aber nicht geglaubt, dass er dort bewusst die Unwahrheit sagte, denn Colin Powell war ein Außenminister, der als Persönlichkeit bei allen sehr beliebt war. Sie haben Zeichnungen gemacht von den mobilen biologischen Waffenfabriken auf Lastwagen. Trucks. Haben Sie die erfunden? Ja. Und Sie haben sich auch ein Modell dieser Lastwagen ausgedacht? Ja. Und nochmal, haben Sie das auch erfunden? Powell mochte die Zeichnungen nicht. Er wandte sich an Mr. Tenet und sagte, George, du kannst nicht von mir erwarten, dass ich mit diesen Zeichnungen da rausgehe. Hast du keine Fotos, keine realen Bilder von diesen Dingen? Und Tenet zuckte mit den Schultern und sagte, Herr Minister, nein, haben wir nicht. Ich habe im Büro den Fernseher angemacht. Sie haben das benutzt, den ganzen Curveball-Kram. Moment mal. Powell hatte auch Zeichnungen von mobilen LKWs mit Biowaffen. Das hat den Eindruck gemacht, als wären sie genau nach Curveballs Aussagen gezeichnet. Das stimmte alles nicht? Nein. Alles Lügen? Ja. Die US-Regierung hatte die Skizzen von Curveball aufmotzen lassen. Bis ins Detail. Alles erfunden. Schieben Sie es auf mich. Ich war's. Ich habe im Weißen Haus darum gebeten, die Grafiken anzufertigen. Es waren Curveballs Aussagen, die den Außenminister und die Geheimdienste davon überzeugten, dass Irak mobile Waffenlabore hat. Seine Augenzeugenberichte über diese mobilen Labore werden durch weitere Zeugen bestätigt. Gibt es Erkenntnisse, die die USA ihren Verbündeten vorenthalten hatten? Das war mir neu. Und ich war einerseits überrascht über die Detailtreue des Vortrags, und es war ja doch recht detailliert, auch die Beschreibung des Informanten. Das hat uns schon gestört und geärgert. Und ich habe dann sofort unsere Vertreter in Washington angewiesen, nachzufragen bei den Amerikanern, wer denn das bestätigen könne, ob das verlässliche Quellen seien, wie denn überhaupt dieser Vortrag zustande gekommen sei. Bei dieser Sitzung, die ja auch ein Stück weit Drama war, waren die Entscheidungen aber alle schon gefallen. Mir war klar, das ist ein gewollter Krieg. Wir gehen Richtung Krieg und es muss ein Wunder passieren,
um George Bush von dieser Linie abzubringen. Ich habe sehr früh in New York erfahren, wie das wie die Entscheidungsfindung zum Teil abgelaufen ist. Das hat doch eine gewisse Enttäuschung hervorgerufen, denn daraus ergab sich ganz klar, dass die amerikanische Regierung genau wusste, was sie tat und dass die Informationen, die sie der Weltöffentlichkeit, aber natürlich in erster Linie der eigenen Öffentlichkeit, der Fernsehen vermittelt hat, eben falsch waren. Das war, was Psychologen Gruppendenken nennen. Das ging so. Wir wissen alle, dass er Massenvernichtungswaffen hat. Auf die Details kommt es jetzt nicht an. Wenn unsere Truppen erst mal da sind, finden wir sie sowieso. Aber das war unsere Einschätzung, die wir gewonnen haben, dass hier etwas fabriziert wurde, um den Krieg nach Irak zu tragen. Nur drei Tage später im Irak. UN-Waffeninspektoren versuchen, die von Powell beschriebenen Biowaffen zu finden. Sie durchsuchen die Fabrik in Jerf al-Nadaf, in der Curveball die mobilen Labore gesehen haben will. Was haben Sie dort gefunden? Viele Getreidekörner, viel Mais und sonst rein gar nichts. Das Gebäude war sehr stark verstaubt. Es gab ein paar alte Gerätschaften, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jemals zur Produktion von Biowaffen taugten. Ich weiß nicht, wann da zum letzten Mal Leute drin waren. Ich war zumindest der Erste seit einer langen Zeit. Völlig ausgeschlossen, dass hier Biowaffen produziert wurden. Darüber war ich wirklich sehr enttäuscht. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz am 8. Februar wird Joschka Fischer das deutsche Nein zum Krieg verteidigen. Es kommt zum Showdown zwischen ihm und US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld. Meine Generation hat dabei gelernt, you have to make the case. And to make a case in the democracy, you must convince by yourself. Excuse me, I'm not convinced. This is my problem. And I cannot go to the public and say, oh, well, let's go to war because there are reasons and so on. And I don't believe in that. Das war eine Atmosphäre, die mich ehrlich gesagt auch unglaublich genervt hat. Das war so eine Mischung aus Herrenclub und Einverständnis, wenn Donald Rumsfeld dort sprach. Und es waren alle, nenne keine Namen, aber alle, die da rumsaßen, das hatte was von eine Kriegstreiberkonferenz an sich. Und ich war der Meinung, da muss ich jetzt mal dagegen halten. Und ich hatte eine vorbereitete Rede. Es wurde zwar übersetzt, aber irgendwann bin ich dann ins Englische umgeschwenkt. Und das war dieser Satz. Knapp 6 Wochen später. In der Nacht vom 19. auf den 20. März schlagen amerikanische Marschflugkörper in Bagdad ein. Die USA führen Krieg gegen den Irak. Nicht einmal einen Monat benötigt die Koalition der Willigen, um das gesamte Land einzunehmen. Der Diktator Saddam Hussein ist gestürzt. US-Spezialisten haben jetzt freie Bahn. Sie durchkämmen das ganze Land. Trotz intensiver Suche finden die Experten keine Massenvernichtungswaffen. Alle Berichte der Geheimdienste erweisen sich als falsch. Der britische Geheimdienst MI6 spürt einen Taxifahrer in einem kleinen Ort in Jordanien auf. Er war einer der Informanten für die Berichte über Massenvernichtungswaffen im Irak. Wie sich herausstellt, hat er nur gehört, wie sich zwei irakische Generäle auf dem Rücksitz über Chemiewaffen unterhalten haben, mehr nicht. Dieser Fall zeigt, wie wenig die angeblichen Beweise einer ernsthaften Überprüfung standhielten. Erst ein Jahr nach der Invasion im Irak verhören CIA und MI6 ihren Kronzeugen Curveball zum ersten Mal selbst. Es gab keine Übereinstimmung zwischen Satellitenfotos und Curveballs früheren Schilderungen von geheimen Waffenlaboren. Curveball sagte, das ist eine Manipulation. Unser Mann antwortete, nein, das ist nicht manipuliert worden. Und Curveball sagte, ich glaube, ich habe bereits alles gesagt. Ich sagte doch, dass es ein Fehler war. Das war das Letzte, was er zu Ihnen gesagt hat. Und was war der Eindruck Ihres CIA-Beamten? Er rief mich direkt danach an, auf einer sicheren Leitung, und sagte, dieser Mann ist ein Schwindler. Ich glaube, er hat sich das alles ausgedacht. Die CIA erklärt danach Curveball offiziell zum Lügner.
Eine Woche später tritt CIA-Chef George Tenet zurück. George Bush spricht später von einem Versagen der Geheimdienste im Irak. Dies bedauere er am meisten an seiner Amtszeit. Doch es war der Druck aus dem Weißen Haus, der dazu führte, dass die Geheimdienste nur die Ergebnisse produzierten, die der Präsident und sein Führungsteam forderten. Ja, man hat sich wohl immer die Rosinen herausgepickt. Es gab eine durchgehende Tendenz, nur jene Informationen zu finden, die bereits vorgefasste Positionen unterstützt haben. Falsche, aber passende Informationen wurden schnell hochgereicht, andere gleich aussortiert. Amerika zog in den Krieg gegen den Irak auch wegen Curveball, der gelogen hat, um in Deutschland ein neues Leben beginnen zu können. Und seine Unwahrheiten wurden gerne geglaubt. Der Irakkrieg fußte auf einer Lüge. Und diese Lüge kam von Ihnen. Yes. Ja. Colin Powell hat den Auftritt vor dem Sicherheitsrat später als Schandfleck seiner Karriere bezeichnet. George Bush gewann die Wahl 2004 knapp und bekam eine zweite Amtszeit. Curveball hat mittlerweile einen deutschen Pass und lebt von Hartz IV. Durch den Irakkrieg starben nach Schätzungen 160.000 Menschen. Madrid 2004. 190 Menschen sterben bei Anschlägen auf Vorortzüge. London 2005. 54 Tote durch Bomben in der U-Bahn. Irak. Bei Dutzenden Anschlägen sterben Hunderte von Zivilisten. Abbottabad, Pakistan. 1. Mai 2011. In einem Gebäudekomplex der Garnisonsstadt führt Osama bin Laden seit Jahren ein zurückgezogenes Leben. Hier wähnt er sich in Sicherheit. Glaubt, dass die Amerikaner nicht wissen, wo sich ihr Staatsfeind Nummer 1 aufhält. Doch die Supermacht hat ihn im Visier. 10 Jahre nach den Anschlägen von New York haben Agenten die Spur aufgenommen, die nach Pakistan führt. In den Morgenstunden des 2. Mai dringen US-Spezialkräfte der Navy SEALs in Bin Ladens Haus in Abbottabad ein. Und töten den Mann, der den Terror am 11. September 2001 nach Amerika trug. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. The leader of Al-Qaida. Ist damit die Geschichte der angeblich heiligen Kriege zu Ende? Bilder prägen die Erinnerung, wecken noch immer Ängste. Vorurteile schaffen Gegensätze und vertiefen Gräben. Das heilige Land dreier Religionen findet noch immer keinen Frieden.